Ihr fährt einen BMW, euer ASC-Lampe ist am Brennen oder blinken, ihr habt keine volle Leistung, ihr drückt einmal DTC und die Leistung ist wieder voll da. Ich zeige euch, was der Fehler ist, worauf ihr achten müsst und wie ihr es beheben könnt. Viel Spaß mit dem Video, euer Kfz-Lampe. Es geht um einen Einser wieder. Und wir haben wieder folgendes Problem. Ihr merkt das schon. Der zieht wieder nicht. Ich hatte ja sehr viele Anfragen immer gekriegt. Bei Instagram oder sei es bei YouTube. So, wenn wir die DTC ausmachen, dann läuft das Ding wieder. So, jetzt läuft es wieder. So, Phänomen. DTC-Anzeige brennt. Also quasi, er denkt, wir drehen die Reifen ganze Zeit durch. Was passiert? Der Wagen zieht nicht mehr. Wie das Ganze funktioniert, müsst ihr in den anderen Video schauen. Ich werde euch nur mal erklären, weil sehr, sehr oft die Nachfrage kommt, Yunus, wie sollen wir das testen, wie sollen wir das machen? Ich war bei BMW oder mein Mechaniker sagt AGR-Ventil, Cut, was auch immer. Es wird so viele Sachen ausgetauscht, was eigentlich nicht Sinn macht oder eigentlich nicht nötig wäre. So, was ich jetzt euch einmal nur zeige, ganz kurz, dass wir das Phänomen zeige ich euch nochmal und dann einfach nur, was es nochmal ist. Ja, ihr wisst, bei dem anderen Video, komischerweise, immer hinten links der Fehler. Aber diesmal ist es auch hinten links, aber nicht der ABS-Sensor. Ihr wisst, wenn ihr sowas habt, den ABS-Sensor, also den ABS-Steuergerät auslesen, aber manchmal hinterlässt er auch keine Fehler. Macht es nicht. Und ich zeige euch auch, warum. Weil diesmal nicht der Sensor kaputt ist. Ja doch, Folgeschäden ist er jetzt auch kaputt, aber es handelt sich um was anderes. Und ich werde euch auch zeigen, genau was. Ich zeige euch mal nochmal, was er genau macht, damit ihr das bei euch auch mal testen könnt. Beschleunigt er wieder sehr, sehr gut, als wäre überhaupt nichts. Und später haben wir wieder das Problem. Ja, jetzt, ihr seht, jetzt macht er es wieder. So, jetzt hier einmal deaktiviert das Ganze. Das heißt, DTC habt ihr deaktiviert und ihr könnt ganz normal weiterfahren. Als wäre gar nichts. Ja, diesen Phänomen kennen viele von euch. Da machen wir dann Folgendes. Wir lesen einmal ABS-Speicher aus und am meisten, also sehr oft der Fall, ist es, dass der ABS nichts anzeigt. Ich zeige euch auch warum. Zündung ist an, wir wählen unser Wagen aus, suchen natürlich ABS, ganz wichtig. Hier ist Bremse, aber heißt ABS. Lesen das Ganze einmal aus und siehe da, ABS Raddrehzahlsensor hinten links. Sporadisch. Guck mal, das muss er euch anzeigen. Wenn er das anzeigt und wieder hinten links. Das gibt's doch nicht. Ja, deswegen macht er das. Hier steht nochmal Bremsverschleiß etc. Das ist aber egal. Aber das ist wichtig. Normalerweise zeigt er euch das irgendwann an. Das heißt, ihr fährt und irgendwann zeigt er euch den Fehler an. Muss aber nicht. Das macht er auch oft nicht. Warum? Werde ich euch jetzt gleich zeigen, weil mehr oder weniger immer was anderes gewechselt wird. So, das behalten wir jetzt. Wir löschen das jetzt nicht und machen mehr oder weniger die Arbeit. Oder ich zeige euch erstmal, warum. ABS-Sensor sitzt hier hinten. Zu 99% müsst ihr das, also was heißt 99? Ihr müsst das sowieso weg. ABS-Sensor ist einmal hier, hier oben, das Ding, da sitzt der ABS-Sensor. Aber wir brauchen nicht nur nicht den ABS-Sensor, wir brauchen nochmal was. Warum der Fehler auch bei manchen nicht anzeigt. Dafür brauche ich einmal die Stelle hier. Guckt euch den Ring hier an. Das ist dieser Ring. Das ist der ABS-Sensor, also das ist der ABS-Ring, der immer an den Antriebswellen fest ist. So, guckt euch diesen Ring jetzt an. Ich versuche es mal echt so gut zu halten. Wir drehen das Ganze und achtet, der ist schön gerade. Ne? Da ist nichts. Ah, ich weiß nicht, ob ihr das seht hier. Der ist schön gerade. Da ist nichts. Ne? Da ist kein Springen. Gar nichts. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Und das ist einmal die Seite hier. Ich hoffe, ihr seht das Ganze echt. Ich weiß es nicht, ob ihr das jetzt seht oder nicht. Jetzt achtet mal bitte auf diese Stelle. Okay, der Scheiß dreht sich nicht. So, ich versuche es ein bisschen mit der Hand zu drehen. So. Und ihr merkt, das Ding ist gar nicht gerade. Ne? Das seht ihr. Und hier seht ihr gleich ganz gut. Hier, wartet. Guckt euch was das an.
ihr seht, hier habt ihr Schleifspuren. Weil das Ding hier sehr, sehr gerne rostet darunter und dann Beulen entstehen. Das heißt, dieser Ring gar nicht gerade ist. Das Ganze. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, dass ich das so einigermaßen zeige. Und da seht ihr sehr, sehr schöne Schleifspuren. Das müssen wir wechseln und den ABS-Sensor müssen wir auch wechseln, weil der ABS-Sensor natürlich auch defekt ist, weil er geschliffen hat. Das zeige ich euch jetzt auch. Ne? Also baue ich das ganz schnell mal ab und dann zeige ich euch das. Jetzt haben wir den ABS-Sensor ausgebaut und ihr seht schon, der wurde weggeschliffen. Der ABS-Sensor ist erstmal auf, der ist hin. Guck mal, wie schief der sogar abgeschnitten wurde. Und genau deswegen macht er das. Weil dieser ABS-Ring, der hier drinne sitzt, ne? Der hier drinne sitzt, ich versuche es nochmal hier, der hier drinne sitzt, einfach defekt ist. Das heißt, der geht einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. Und so schleift er das Ganze weg. Das heißt, wir müssen jetzt einmal die Antriebswelle rausholen und den Ring erneuern. Ja, natürlich, das macht BMW natürlich nicht. Also was heißt BMW? Die freundlichen machen das nicht. Die holen natürlich die komplette Antriebswelle. Ist ja auch leichter. Ne? Ist ja jetzt keine Arbeit. Wenn man jetzt das komplette Teil nur kurz holt und wieder einbaut, dann ist ja keine Arbeit. Deswegen machen die das gerne. Und wir werden natürlich einmal das abbauen, den Ring hier erneuern und danach wieder einbauen, hier sauber machen, neuen ABS-Sensor und das Ding müsste dann wieder super laufen. Also, ich besorge schnell das Ring, weil das kriegt man ja auch. Und wir bauen das Ganze ab, bauen das alles ein und dann fahren wir später eine Runde. Und dann schauen wir, ob der Fehler noch da ist. Weil viele jetzt, genau, viele beim Anfang, wenn auch das Problem haben, dass sie diesen Fehler nicht auslesen können. Genau deswegen, weil der ABS-Ring nur defekt ist. Das heißt, er kriegt die Signale in dem Augenblick nicht. Er denkt, oh, da dreht was. Da stimmt was nicht, der blockiert hinten. Darum macht er das Ganze. Ne? Wer das jetzt genau wissen will, wie ein DTC funktioniert, da müsst ihr auf einem anderen Video klicken. Da erkläre ich das nochmal Ganze. Aber jetzt erkläre ich das nicht. Jetzt wird einmal geschraubt. Wir bauen die Antriebswelle ab. Hier haben wir das nächste Problem, also den Übeltäter hier. Und dann zeige ich euch mal. Guckt euch mal die Stelle hier an, hier oben. Seht ihr das? Guck mal, wie unruhig. Also, seht ihr die hier? Die Stelle hier, das war das Problem hier mit dem ABS-Sensor. Erstens hat er geschliffen hier und zweitens hat er natürlich andere Signale gegeben, weil der muss ja ganz gerade sein. Und hier seht ihr sehr, sehr schön, wie er genau da geschliffen hat und den ABS-Sensor kaputt gemacht hat. Ja, und falsche Signale übermittelt hat. So, das schlagen wir einmal ab, machen alles schön sauber und dann kommt der neue Ring drauf. Ne? Und dann der neue Sensor und dann gibt es die Probefahrt. ABS-Sensor, ach, ABS-Ring haben wir ab und jetzt guck mal, wie es da drunter aussieht. Das ist übel. Ja, seht ihr das ganze Rost hier? Genau, das ist das Problem. Also hat er schon jede Menge hier abgetragen. Ja, wir werden das auf jeden Fall mit dem Ring versuchen. Und wenn nicht, haben wir echt ein kleines Problem. Dann brauchen wir den echt definitiv neu. Weil da ist doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Hier sieht man das richtig schön. Ne? Richtig schön. Boah. Ja, okay. So schlimm habe ich das auch noch nie gesehen. Aber egal, wir machen das Ganze jetzt einmal sauber. Haben wir den erstmal mal schön sauber gemacht. Natürlich kriegen wir nicht alles raus. Ne? Aber so gut wie möglich auf jeden Fall. Wichtig ist, dass alles gerade ist. Ja. Neuen ABS-Ring habe ich auch da. Das ist der alte. Jetzt müsst ihr den vorsichtig draufschlagen. Auf jeden Fall vorsichtig. Einmal falsch draufschlagen. Eine Beule. Und dann könnt ihr euch sofort einen neuen Ring holen. Okay? Ich schlage das jetzt ein. Ich zeige das auch nicht, wie ich das einschlage, weil nicht, dass ihr was falsch macht. Dann bin ich schuld. Also lasst euch was einfallen. Kriegt das schon hin. Neuer ABS-Ring ist drauf. Kontrolliert nochmal, ob alles rund läuft. Ob ihr irgendwas falsch gemacht habt. Ne? Guckt euch das an. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Nichts dazwischen. Guckt auf jeden Fall, dass es nichts dazwischen ist. Die Freundlichen, die wechseln das mal gerne. Und ich nehme es auch nicht übel. Weil das hier sauber zu machen, das dauert mal echt mal so eine halbe Stunde. Ja, und natürlich einfacher wäre es, das Teil neu.
Aber dieses Teil, wenn ich mich nicht irre, kostet ja 5 bis 7 Scheine. Und gebraucht könnt ihr das vergessen. Gebraucht könnt ihr das vergessen, weil gebraucht habt ihr das gleiche Problem. Und der hier kann man, glaube ich, nicht wechseln, so viel ich weiß, bei BMW. Das gibt es nur neu. Also komplett. Deswegen, wenn ihr es so hinkriegt, der Ring kostet nicht viel, spart nicht an dem Ring. Es gibt auch China-Ringe, nicht dran sparen. Holt euch gute Ringe. Die kosten halt 10, 20 € teurer. Also sie sind in der Regel 10, 20 € teurer, aber die halten aber auch dementsprechend. Ne? Und hier habt ihr nochmal den alten. Ne? Das ist schon krass. Was wegen dem hier geht der Sensor kaputt. Ja, und dann wird das natürlich mal so ein bisschen teuer, ne, das Ganze. ABS-Ring ist jetzt drin, achtet. Wie schön gerade. Alles genau so, wie es sein muss. Ja, genau so und nicht anders. Jetzt kommt der Sensor rein und dann gibt es eine Probefahrt. Guckt euch mal den Unterschied an. Ne? Und was da so alles abgetragen hat. Der Sensor ist jetzt kaputt. Neuer Sensor und bei dem Sensor empfehle ich euch, kauft immer ein Original. Immer Original. Direkt vom BMW, Original, fertig. Kostet zwar immer das Doppelte, aber egal, dann habt ihr Ruhe. Sensor haben wir gewechselt, ABS-Ring haben wir gewechselt und jetzt fahren wir Probe und schauen, ob der Fehler noch da ist. Davor natürlich einmal das Ganze löschen. Was drin ist, müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen, würde ich empfehlen. Löscht das Ganze nochmal und jetzt fahren wir einmal Probe und schauen, ob alles in Ordnung ist. Was habt ihr jetzt eigentlich alles so gewechselt? An dem Wagen selber? Ja. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren. Nein, Also. um den Fehler. Du hast mir das ja erzählt gehabt. Boah, hör auf, Weil du hast ey. ja gesagt, was ist der Fehler? Und dann habt Ja, ihr der immer hat wieder da irgendwas gewechselt. am Kühler dann erst rumgeflickelt die ganze Zeit. Und Okay. ich kann ja doch nicht genau sagen, aber der hat da zig Sachen ausprobiert. Wirklich, ich habe da vorher Ja. bestimmt locker 1000, 1500 € reingesteckt und der Fehler wurde nicht gefunden. Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Über YouTube, ne? Ich habe dann einfach mal eingegeben, mein Fehler, und dann kamst du direkt mit deinem Video. Ich glaube, du warst Erster oder Zweiter sofort schon. Okay. Ja, YouTube, das muss aber als erstes YouTube. Das gibt's doch nicht. So, wie lässt er sich jetzt fahren? Ja, bis jetzt keine Probleme, alles Naja, gut. willst du auch nicht haben. Aber es sei denn, du fährst immer noch so dicht dran, dann haben wir ein Problem. Aber es ging ja bei der Naja, kannst du. langsamen Beschleunigung, Ja, weißt du, wenn ja. er untertourig war. Habe ich auch im Video sofort aufgenommen gehabt. So, also du bist jetzt happy, bist jetzt Perfekt. glücklich. Wenn das Auto weiter so läuft, ist perfekt. Ja, der wird Dann auch habe super. ich endlich meine Ruhe. Ja, hast du. Nach 1500 €. Aber schön, ehrlich. Gut. Gut, das freut mich. Wenn das läuft, ist perfekt, Auf ehrlich. jeden Fall. So wird's. Also, Schön. Fehler ist Es hat auch behoben. lange genug gedauert, ehrlich. Das hat mich richtig genervt, muss ich ganz ehrlich Ja, sagen. das ist, ich muss auch dazu sagen, das wissen nicht viele. Und jetzt wieder diesen Fehler, jetzt habe ich das wieder mal gezeigt, weil ich werde ja auch sehr, sehr oft angeschrieben bei Insta, bei YouTube, dass sie den Fehler halt auslesen und trotzdem nicht da ist. Muss ja auch nicht da sein. Hast du ja gesehen. Guck mal, an dem Tag, wo wir ausgelesen haben, war der Fehler nicht da. Heute, wo ich den ausgelesen habe, war der Fehler da. Und der hat mir auch wieder hinten links Obwohl angezeigt. beim Fahren hat er den Fehler nicht angezeigt. Das Ja, war das Schlimme. Ja. genau. Er hat Und den Fehler in der Dingens angezeigt, in der Anzeige, aber nicht ja. in deinem Gerät. Ja, Das war. genau. Und heute hat es angezeigt. Ja. Echt? Ja, heute hat es angezeigt. Und deswegen ist es so, es muss nicht anzeigen. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, wie man das sieht, was man achten muss und was man wechseln muss. Und dann hat man Ruhe auf jeden Fall. Ja, Aber schön, schön, ehrlich. Ne, dann ist dass es das dir gefällt. perfekt. Jetzt kann ich auch den wieder ein bisschen belasten. Also, Jetzt der kannst du hat ja das. hinten links auch immer so ein komisches Geräusch gemacht. Ja, das war genau deswegen, weil er abgeriegelt hat. Du kannst auch wieder hier rein. Jetzt wieder zurück in die Werkstatt. Endeffekt lag es nur an den ABS-Ring und den Sensor. Weil der Ring halt dicker geworden ist, weil untenrum alles gerostet ist, hat den Ring geschliffen und beides kaputt gegangen. Also müsste man die Antriebswelle rausholen, Antriebswelle schön sauber machen, neues Ring drauf, bisschen einfetten das Ganze und dann habt ihr auch Ruhe. Ne, es muss nicht immer die Antriebswelle neu sein, es muss kein ABS-Block erneuert werden, es muss kein AGR-Ventil erneuert werden, kein Cut. Kein Luftmassenmesser, nichts.
Wenn dieses Zeichen ASC brennt, ihr habt keine Leistung, DTC drückt dir und das Ding ist weg, dann könnt ihr immer davon sicher sein, es liegt nicht am Motor. Es liegt am ABS-Sensor. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und viele unserer Kollegen wissen das leider nicht. Aber es ist auch kein Vorwurf. Ich weiß nicht warum. Aber vielen, die mir auf Instagram schreiben und sagen, ey, guck mal, das stimmt nicht, die schreiben mich an. Und dann sage ich ihnen, das und das muss gewechselt werden. Dann gucken die mich immer so, nee, das sage ich meinem Mechaniker, aber der Mechaniker sagt, nee, nie im Leben. Ist aber so. Deswegen wechselt das Ganze und das Ding ist gut. So, Chef, ich komme sofort. Okay, bis dann, euer Kfz-Fuzzi.